Der Phönixstein. Ich wusste doch, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wenn ihr gestattet, dieses kostbare Artefakt macht alle meine Bemühungen um die Gottsteine überflüssig. Seine Macht allein ist stark genug, das Portal zu öffnen. Wie immer habt ihr euch als treuer Diener erwiesen, mein Freund. Oh, was haben wir denn da noch? Ein Buch über die Konvokation? Diese Lektüre scheint mir ein wenig zu schwer für euch. Ich werde es an mich nehmen. Ihr werdet ohnehin nicht mehr zum Lesen kommen. Jetzt! Schnell! Tja, wieder eine Falle. Und jetzt ist Artarius tot. Dafür hatten wir Glück, dass der Eiszauber jetzt endlich nachgelassen hat. Und dass wir Unterstützung... Runenkrieger, zu mir! ...aus Quake gekriegt haben. Oh, da rennen sie doch mal gegen meine Defense an. Die Rune ruft. Auf dem Weg! Unverzüglich! Elende Lichtbeter! Zarach, hilf! Sogar etwas stärkere eiserne Diener. Okay. Klingensturm. Weites Nachtflüstertal. Im Nachtflüstertal liegt die Pforte nach Urgaf, aus der die Eiserne nach Fiara stürmen. Ja, das sind so zwei... Da gibt's so zwei Sachen, die ich schon mehrmals ansprechen wollte, aber ich immer wieder vergessen habe. Also erstmal die da tun, sterben. Nämlich das erste, ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt drei Kontinente auf Eo. Also Eo ist die Welt, in der hier alles spielt. Mir ist aber der dritte nicht mehr eingefallen. Also der erste ist natürlich Fiara, wie hier erwähnt wird, wo auch die fast die gesamte Handlung von Order of Dawn jetzt gespielt hat. Also inklusive das Nachtflüsterteil, das gehört auch noch zu Fiara. Danach geht's nach Urgaf. Urgaf ist der Kontinent, den ich vergessen hatte. Das ist der kleinste Kontinent, der eigentlich hauptsächlich eine Sumpflandschaft ist, voller Orks und Dunkelelfen und Trollen. Und natürlich der dritte Kontinent Xu, auf dem dann hauptsächlich Shadow of the Phoenix spielt. Der halt ziemlich exotisch, also mit Wüste und Dschungel ist. Das war das erste, was ich schon, glaube ich, seitdem wir den letzten Akt angefangen haben, ungefähr sagen wollte, aber immer vergessen habe. Ja, das zweite ist Quake und Schalach. Ist auch ein besonderer Charakter. Das wollte ich auch noch ansprechen, kurz. Nicht nur, dass wir in ganz Dawn of War 1... Vergiss das jetzt gerade. In ganz Spellforce 1 treffen. Ihn zieht es auch nach Spellforce 2 noch weiter. Also dieser Charakter ist ein ziemlich wiederkehrender Charakter. So ähnlich wie Flink McWinter zum Beispiel. Nur dass der halt hauptsächlich Nebenrollen spielt, im Gegensatz zu Quake. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf dem Weg. Aber ja, bevor wir jetzt mit den Alles beiden klar. sprechen. Alles klar. Gehen wir mal kurz und wird sofort ausgeführt. Das Zeug kümmern. Die scheinen alle gestorben zu sein, ja. Verstanden. Also gestorben, ohne irgendwas gedroppt zu haben. Zur Ehre Aonirs! Haltet durch, Männer! Zu euren Diensten. Unverzüglich. Alles klar. Zu Befehl. Wir wollen aber natürlich hier noch an... Zu Befehl.
Auf dem Weg! Das Zeug hier ran. Verstanden! Hab vergessen. Stehe bereit, sofort ausgeführt. Zu sagen, sie sollen folgen. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Vorwärts, Krieger. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. In Deckung. So, da können wir uns nämlich bis zum Eisernen Turm noch durchkämpfen. Haltet durch, Männer. Sie meinen es ernst. Schlagt sie zurück. Jetzt, wo keine Verstärkung da ist. Schließt die rein. Zu Befehl. Unverzüglich. Ihr könnt mich nicht besiegen. So, das war der Einzige, der hier einen Turm hatte. Geht schon auf halbem Weg. Zu euren Diensten. Klammern Sie für die Rune. So, dann zündet du mal. Während ich hier alles, was ich habe, in den Tod schicke. Seht ihr? Alles wird gewonnen-hittet. Klammern zu mir. Was ist? Dong. Krieg, tue wie befohlen. Vorwärts, vorwärts! Ja. Lauft! Gegen den Turm kann man versuchen, was man will. Es ist nur Einheitenverschwendung. Also wird er gerade mal da stehen bleiben. Hi. Sartarius ist tot. Ihr Götter. Wir kommen zu spät. Der Magier hätte euch genauso vernichtet wie ihn. Seine Macht ist unbezwingbar. Und unsere letzte Hoffnung ist dahin. Ihr meint, der Phönixstein ist verloren. Und jetzt? Es war wieder nur ein verfluchter Trick. Was auch immer ich tue, am Ende stelle ich fest, dass ich wieder nur dem Zirkel als Werkzeug gedient habe. Es wird Zeit, dieses Spiel zu beenden. Hier und jetzt. Genug der Täuschungen. Genug der Intrigen und des Verrats. Ich werde diesen Bastard stellen. Ich werde ihn jagen. Und wenn es bis in die Abgründe des Balgagor ist, das bin ich Sartarius schuldig. Dann also auf ins Nachtflüstertal. Ihr bleibt besser zurück, Urias. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Ich danke euch für eure Hilfe, aber den Rest des Weges muss ich alleine gehen. Wie ihr wünscht, Freund. Aonirs Segen und alles Glück der Welt für euch. Okay. Das war Urias. Was gibt es noch zu sagen? Was erwartet mich im Nachtflüstertal? Meine Brüder werden sich dort im Kampf mit den Eisernen befinden. Ihr müsst versuchen, die Stadt Schal zu erreichen. Sie liegt südwestlich des Portals. Meidet die Speipflanzen. Es bedarf Jahre, um sich gegen ihr Gift abzuhärten. Für euch ist es tödlich. Ihr müsst sie umgehen. Sie wachsen vor allem im Norden des Nachtflüstertals. Nehmt euch außerdem vor den Kita in Acht. Ein Volk von Katzenmenschen, das vor Jahren aus Urgat in unser Land eingedrungen ist. Sie sind furchteinflößende, tödliche Krieger, die keine Gnade kennen. Okay. Gut, dann wissen wir darüber jetzt Bescheid. Hey, neue Treubaupläne und Dunkelelfenbaupläne und Dunkelelfeneinheiten. Und hier ist auch noch eine Truhe. Gut, während wir zu der Truhe laufen, können wir uns die Einheitenpläne mal so ansehen. Also, Trolle haben wir den Champion und den Vernichter. Klingt beides nach Nahkampfeinheiten. Und wir haben großes Haupthaus und Waffenlager. Lass mich raten. Für die zwei brauchen wir Waffenlager. Okay. Thank you.
Das heißt, Waffenlager hierhin, großes Haupthaus hierhin. Das heißt, vielleicht können wir doch mal mit Trollen spielen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, und dann haben wir noch die ganzen Pläne von den Dunkelelfen jetzt. Und was haben wir hier? Wurde für Dunkelelf-Sklaven 13. Ja, 12, okay. Für was haben wir die Hexerrune? Was kannst du? Leichte Rüstung, Fernkampf, Armbrust und Elementarmagie Erde. Na, da würde ich doch immer den Hexer nehmen, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken. Jetzt aber erstmal Dunkelelfpläne noch. Also wir haben hier auf jeden Fall die Schattenklinge, ist die einfachste. Nein. Die Assassine ist die einfachste Nahkampfeinheit der Dunkelelfen. Die Schattenklinge ist die zweite. Hexer ist die einfachste Magieeinheit. Und Nekromant ist eine bessere Magieeinheit. Also magische Einheit. Ich glaube, Schattenklinge ist eine Mischung aus Magier und Nahkämpfer gewesen. Ja. Die zweimal weiter nach hinten noch das kleine Haupthaus. Dann gucken wir mal, was haben wir hier. Onyxturm, eine Schmiede, eine Mine. Züchter und Nahrungslager. Also ja, die Mine. Die Züchter und das Nahrungslager. Und hier natürlich die Schmiede, der Onyx-Turm. Und die schwarze Schule ist dann für Nekromanten. Gut. Wie gesagt, den schwarzen Turm können wir vergessen. Das heißt, wir nehmen das Portal ins Nachtflüstertal jetzt. Gut, finden auch hier gleich. Okay, die Speipflanzen, die sollten wir meiden, hieß es. Ich gehe jetzt noch mal kurz zurück, die südliche Gottmark einfach mal, um zu gucken. Jetzt ist nämlich ja alles wieder mehr oder weniger dunkel. Also alles ist fort. Und nö, ich sehe nichts mehr, was hier rumsteht. Oder rumliegt. Was droppen könnte. Dann porten wir uns nochmal in die Zwergenstadt. Gucken mal kurz, ob Urias und Quake immer noch da rumstehen. So, nach Urgaf. Durchs Nachtflüstertal, das Land der Dunkelelfen, führt der Weg ins finstere Urgaf, ins Herz der des feindlichen Heeres. Und ja, der Dunkle hat uns den Phönixstein und das Buch von Darius abgenommen. Und ja, sie stehen wirklich beide immer noch da unten rum. Gut. Das erste Add-on, also die nächste Kampagne Breath of Winter, spielt übrigens hauptsächlich in Urgaf dann. Was man auch ziemlich stark merkt dann. Also, ich kann euch jetzt schon, ohne zu spoilern, verraten, dass Breath of Winter ganz anderer Schnack wird als